Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Mario vs. Donkey Kong, Part Nummer 25. Ja, im letzten Part haben wir mit unserem Freund Shy Guy ein kleines Abenteuer erlebt, in dem Sinne, und haben dann im freien Fall hier, ja, Geschenke eingesammelt, wirklich im freien Fall. Und dann geht's hier direkt mal weiter. Ich bin echt gespannt, ob da vielleicht nur ein oder zwei Level dabei sein werden, die richtig schwierig sind. Aber das werden wir dann gleich sehen. Na? Okay, das ist wieder Lava. Oder zumindest der Hintergrund ist Lava. Also, dass es halt hier so einen Wellengang hat. Okay, okay, der Anfang ist eh. Ah, ne, wir haben hier wieder Vögel. Ich will jetzt schon nicht mehr. Können wir das Level überspringen? Okay, nach oben gehen, Schalter drücken und das Geschenk mitnehmen. Das ist der erste Step. Okay, alles klar. Alles andere brauche ich erstmal gar nicht gucken. Vogel, hau ab. Du haust auch ab. Geh weg. Blöder Vogel. So, alles klar. Komm, komm, komm runter. Oh, das wird lustig. Ja, mal so, weil da darf man nicht zerquetscht werden. Vogel, du hörst auf. Okay, da oben haben wir einen blauen Scheiger. Das sind ja die Flammenwerfer, genau. Okay, dann einfach. Okay, so groß ist das Level gar nicht. Das Schwierige wird halt jetzt nur sein, dass wir dann nicht von den Vögeln getroffen werden. Okay, alles klar. So, alles. Uiuiui. Ja, okay. Vögel. Das hat so leichte Anspielung an, ja, an die Original Donkey Kong Game. Hörst du mal auf, da Flamme zu spucken? So, okay. Ah, den brauche ich, damit ich nach oben komme. So, alles klar. Okay. Schlüssel nehmen und dann durchziehen. Okay, das Level war jetzt nicht unbedingt lang oder schwer. Das war halt im Prinzip nur, dass man aufpassen muss, dass man nicht von den Vögeln getroffen wird. Okay, also das war jetzt im Vergleich zu den Leveln davor geschenkt. Okay, gut. Aber gut, es muss ja jetzt nicht jedes Level super schwierig sein, aber das war jetzt wirklich im Vergleich zum Rest. Da war, glaube ich, sogar das erste Level schwieriger, oder? Gleich mal weiter hier. Uiuiui, okay. Ich sehe schon. Wir haben hier hübsche. Ui, und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir die Geschenke noch kriegen. Ey, das wird ein Puzzlespaß, weil ich muss natürlich jetzt gucken. Gehen die Geister durch die Blöcke durch? Okay, die gehen durch. Also haben sie ihren festgelegten Rhythmus. Nicht, dass sie schon von irgendwas geblockt werden. So, okay. Also ich muss am Anfang erstmal gucken. Ich glaube, am Anfang nehme ich mal den blauen, damit ich ans rote Geschenk komme. Problem wird halt jetzt nur sein, dass ich dann irgendwie gucken muss, dass ich halt immer im passenden Moment halt die, ja, die Stellen auf habe, damit ich an die anderen Sachen komme. Aber erstmal, wie gesagt, das hier holen. Okay. So, dann heißt es dann. Vor allem, ich muss doch mal gucken, wie komme ich denn am besten nach oben. Wenn ich den gelben drücke, dann komme ich nicht rechts an die. Und, okay, ich mache es am besten so, dass ich halt gucke, dass ich irgendwie die roten so erwische, dass ich erstmal das Geschenk da oben erwische. Okay, alles klar. Oh, Achtung, natürlich nicht von den Geistern getroffen werden, es kommt noch hinzu. Dass man sich so eine Brücke baut, sozusagen. So, alles klar. Und dass man halt aufpassen muss. Ja, dass man nicht von den anderen Geistern getroffen wird. Oh, Achtung. Am besten ein paar Mal Rückwärtssalto. Alles klar. So. Dann werde ich den blauen drücken. Und zwar so, dass ich oben an das blaue Geschenk komme und dann am Ende den Schlüssel. Okay. Ich glaube, die Schwierigkeit ist hier nur, dass halt entweder die Zeit knapp wird oder dass man halt von den Geistern getroffen wird. Weil man halt natürlich ein bisschen geduldig sein muss, um wieder runterzukommen. So, Achtung. Also die blauen will ich ja jetzt. Nur wie mache ich das am besten, dass ich hochkomme, ohne dass die anderen Geister mich stören? Macht das Sinn? Ich weiß es gerade nicht. Na, ich muss noch warten, bis der rote weg ist. So. Ui. Man merkt aber auch schon, dass das Game doch relativ langsam läuft, weil hier gerade so viel los ist. So, alles klar. Und jetzt so nach oben. Okay. Das Geschenk kam ja auch. Na komm, hol's dir. Okay. Wieder nach unten. Und jetzt natürlich das letzte, und zwar den gelben. Alles klar. Dass die Musik so immer schneller wird, gefühlt, macht das Ganze nicht besser. Das war, glaube ich, nicht so gut. Weil ich jetzt nicht unbedingt da hochkomme. Verdammt. Warte mal. Kurz blau und dann wieder gelb. Okay. Man kann natürlich auch den Rhythmus leicht manipulieren, wie halt die. Nein! Ich bin zu früh nach oben gegangen. Verdammt. Dass man halt, ja, wie halt die anderen sich bewegenden Geistern
ob die gleichmäßig sich bewegen oder nicht. So, wie gesagt, erstmal wieder hier. Ich könnte natürlich auch gucken, dass ich das irgendwie so mache, dass ich vielleicht den blauen drücke, während ich dann irgendwie nach oben steige. Um halt das andere blaue Geschenk noch zu holen. So, machen wir es mal so. Vielleicht klappt es ja trotzdem, dass ich da irgendwie rüberkomme. Na, ich glaube ja nicht. Ist wieder zu experimentell. Ja gut, nee. Ich mache es am besten so, wie ich es vorhin gemacht habe. Das hat funktioniert. Ich meine, wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass ich mich irgendwie beeilen müsste. So, das war jetzt vielleicht wieder suboptimal mit dem blauen. So, warte mal, rot. Rot brauche ich, gell? Na, ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war. man muss das schon so machen, dass die sich im Rhythmus bewegen. Gut, dann machen wir halt jetzt blau zuerst. Dass ich, mir die Geister schnapp, die gerade am besten liegen. Oh, Achtung. Das Game hat so leichte Slowdowns, wenn ich hier oben bin. Und dann habe ich kein Gefühl für den... Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut gewesen. Das hat vorhin so gut geklappt. Ich sollte die Reihenfolge beibehalten, die ich vorhin hatte. Weil sonst mache ich nur noch Fehler. So, blau, ganz gemütlich. So, und dann, was hatten wir? Dann bin ich auf rot gegangen, genau. So. Achtung. Alles klar. Wie gesagt, die einzige Schwierigkeit ist, dass man halt von den anderen Geistern getroffen werden kann, wenn man nach oben will. Und natürlich auch wieder nach unten. So, und ein bisschen länger ducken. Ja, ich kein Risiko eingehen. So, alles klar. Und jetzt wollte ich schon mal blau, gell? Alles klar. Das war vielleicht ein bisschen zu weit auseinander. Gucken wir mal. Na, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ui, das hat gerade noch so geklappt. Achtung. Lass mich mal runter. Oh, ich wollte noch gar nicht auf Rot. Rot ist das Letzte, ja? Nee, Gelb ist das Letzte. So. Ja, man merkt halt schon, man kann hier sehr leicht Fehler machen. Besonders wenn man halt in die Geister reinspringt. Na, das wird jetzt nichts. Na, weil ich muss noch mal auf Gelb. So. Uiui. Zum Glück haben wir ja genug Zeit. Ich sollte einfach nur ein bisschen geduldig sein, dann passt das schon. So, schön geduckt bleiben. Jetzt oben auf den blauen aufpassen. So. Okay, Schlüssel haben wir. Kurz konzentrieren, kurz gemütlich, Stück für Stück. So, Achtung. Da kann ich ja so runter. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir das auch. Also wir kommen sehr gut voran. Es kann natürlich auch sein, dass es heute die letzte Folge sein wird, je nachdem, wie ich mich anstelle. Oder dass halt noch eine Folge kommen wird, die ein bisschen kürzer ist. Oder dass ich den Part heute länger mache. Kann ich natürlich auch machen. Ich meine, wenn es die letzte Folge ist, dann kann man ja gucken, ob man es dann ein bisschen länger macht. Okay, das sind diese Verfolgenden. So, aber nicht, dass ich mich jetzt unbedingt beeilen wollen würde. Das kommt ja noch hinzu. Vielleicht kommt ja noch ein ultimatives Ultra-Level am Ende. Kennt man ja von den anderen, moderneren Mario-Games. Aber ich glaube, dann hier gibt es schon genug Ponys. Okay, also ich gehe hoch. Ah, okay, ich sehe schon. Ich kann mit dem Hammer ganz nach oben gehen und kann dann den oberen auch besiegen hier. Problem wird halt jetzt nur sein, dass ich nicht mal weiß, ob man mit dem Hammer die Blume kaputt machen kann. Wobei es, glaube ich, eher keinen Sinn macht, weil ich, wenn ich dann hier runterfalle, dann ich eh auf die... Nee, warte mal. Ich kann auf die Blumen mit drauf, oder? Ich überlege gerade zu viel. Erstmal gucken. So. Einmal. Dann hier nach oben. Na du? Probieren wir es einfach mal aus. Nee, also man kann nicht oben drauf. So, dann wissen wir das. Also heißt ab da, also nach den beiden ist dann mit dem Hammer Stopp. Ist halt nur ein bisschen ärgerlich, was man hier wieder zurück muss, wenn man halt das Geschenk haben will. So. Zum Glück bin ich ja mit dem Hammer geübt. So, alles klar. Okay, dann erstmal da rüber springen. Den, macht das Sinn? Ja, doch, ich muss da oben erstmal den blauen Schalter drücken, damit ich an das Geschenk komme. Und dann muss ich gucken, dass ich da wieder den roten Schalter drücke, genau. Der Hammer ist ja gerade schwarz geworden, okay.
Am liebsten würde ich erstmal gucken, dass ich vielleicht erstmal die ganzen Shy Guys besiege, aber das ist ja dann eh egal. Ich merke irgendwie auch gerade wieder, dass es gefühlt doch ein relativ kurzes Level wieder ist. So, Achtung. Natürlich aufpassen wegen der Attacke von der Blume. So, wieder zurück. Weil, wie gesagt, wir holen hier das Geschenk. Einziger Grund, warum wir das hier machen. Geschenke sammeln. So, und dann können wir da unten wieder den roten Schalter drücken. So, Achtung. Erstmal hier nach unten, dass ich halt die Gegner besiege. So, einmal. So, Schalter drücken. Nein, Mario. Das war nicht so toll. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Dass ich zumindest mir den... Du bleibst ruhig da unten. Ach. Das ist ja gemein. Ich muss den Schlüssel da oben draufschmeißen. Und dann den roten Schalter drücken. Okay. Alles klar. Ich mache jetzt extra Neustart, weil das... deshalb hätte ich gleich mal sehen sollen. Okay. Also die Schwierigkeit ist halt, den Schlüssel ans Ziel kriegen. Nicht unbedingt jetzt die Gegner besiegen, aber ich guck mal, dass ich vielleicht jetzt schaffe, dass ich die anderen auch gleich mitkriege. Weil das Level ist wirklich nicht schwer. So, Achtung. Einmal hier. Dann wieder zurück. Also im Vergleich zu den anderen Leveln ist das hier jetzt eigentlich, ich glaube, die einzige Schwierigkeit, dass man halt von den Shy Guys erwischt werden kann. Oder halt von der Blume, je nachdem. Aber so vom Puzzle-Aufbau her ist es eigentlich relativ simpel. So, also ich muss jetzt den Schlüssel nehmen und muss ihn jetzt darüber werfen. Also jetzt die Frage, wie mache ich das am besten? Ich wollte ja eigentlich erst den Schalter drücken, gell? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie ich das am besten mache. Ne, so kriege ich den Schlüssel nicht nach oben. Das war jetzt nicht so gut. Ich kann den Schlüssel auch leider nicht benutzen, um... Na komm, wisst ihr was? Ich besiege die Gegner da oben. Dann muss ich halt bei den unten nur aufpassen. So. Na, dass ich halt den Schlüssel jetzt erstmal nach oben werfe. So, und zwar so. Am besten so, dass ich halt den dann wieder einsammeln kann, während er sich auf dem Laufband bewegt. Aber ich muss natürlich das Ganze noch abtimen, dass ich halt nicht von der Blume getroffen werde. Na, muss natürlich auch den Rückwärtssalto hinkriegen. So. Oder warum war es eigentlich kompliziert? Guck mal hier. Ich vergesse immer wieder, dass wenn ich eine Stufe nach oben springe, dass ich halt dann trotzdem... Ah. Na komm. Aber wie komme ich denn hier vorbei? Oh, okay. Ach, vergiss's. Wie komme ich denn darüber, ohne dass ich... Ich glaube, ich muss den... Ja, ich muss den Schalter wohl doch drücken, sonst klappt das nicht. So. So, weg mit dir. Ich bin ja froh, dass ich mit dem Hammer geübt bin, dass man da kein Problem hat, was das angeht. Aber das mit dem Schlüssel hier, das wird interessant. Vor allem, man muss ja noch überlegen, der Schlüssel ist ja auf Zeit. Und wenn ich dann den Schlüssel, das war nicht so schlau. Wartet mal, ich schaff das noch. Heieiei. Also, dass man so knapp an der Blume hinten dran springen kann, hätte ich auch nicht gedacht. Weil das Problem ist, hier kann ich ja nicht den Schlüssel runterwerfen. Das heißt, ich werde es wohl dann doch so machen müssen, dass ich dann, ja, dann erst den Schalter drücke und dann die Gegner besiege. So, komm her, du. Go. Dass die dann zumindest mal weg sind. Alles klar. Und dass ich jetzt mit dem Schlüssel nach oben gehe und dabei dann gucke, dass ich den Schlüssel so erstmal auf das rote werfe und dann den blauen Schalter wieder drücke, so rum. Ein bisschen so, dass ich halt springe, während halt die Blume nicht schießt. Ah, verdammt. Jetzt habe ich auf den Schlüssel geachtet und nicht auf das Geschoss. Ja, ich muss da, glaube ich, ein bisschen laufen, weil der Schlüssel muss ja schon mittig auf so einem Block stehen, weil sonst bleibt der Schlüssel ja oben liegen. So. Ja, so zum Thema des Levels einfach. Ja, ja. Und ich brauche es hier länger als bei den anderen Leveln. So. Achtung. Ja gut, ich kann eigentlich auch den schon offen lassen. Ich brauche den oberen Schalter gar nicht drücken. Das kann ich ja machen, wenn ich das Geschenk ohnehin holen will. So. Ja. Dumm. Bisschen überlegt. Ja, ja, man wird leicht ein bisschen nervös, was das angeht. Im Sinne von, ja, wie geht's jetzt weiter? So, Ah, es hat sogar geklappt, oben mit dem
Wie heißt es, dass ich das Geschenk mit eingesammelt habe? So, ja, das klappt doch wunderbar. Ich glaube sogar... Ah, ich habe... Verdammt, jetzt habe ich das Geschenk da links vergessen. Ja, okay, gut. Oh, ja, ja, ja. Ich hatte bestimmt auch gerade gedacht, was machst du da? Blaues Geschenk fehlt noch. So. Also doch erstmal den blauen Schalter oben drücken, damit ich dann erstmal wieder zurückkomme, weil sonst, ja, sonst bringt das ja nichts. Aber es hat gut geklappt. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und dann können wir das Ganze einfach wiederholen, weil, ja, Gegner besiegen ist ja dann... Ja gut, so gesehen, das Schwierigste daran ist einfach nur, dass man guckt, dass man nicht von der Blume getroffen wird. So. Düm, ganz gemütlich runter. Schalter drücken, damit der andere auch noch kommt. Der möchte nämlich auch ein bisschen Hammer-Spaß haben. So, erstmal wieder dann nach oben den Schalter drücken. Wobei, nee, nicht den Schalter drücken. Schlüssel nach oben kriegen, so rum. So. Alles klar. Und dann haben wir es ja gleich. So, nochmal kurz gemütlich warten. Buchteblume. Nom, 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 nom. Nein! Ui, hä? Ich bin gerade... Wieso bin ich jetzt gerade nicht getroffen worden? Ich wollte gerade springen und... Ja, ihr habt es gerade gesehen. Ich bin irgendwie trotzdem durch das Geschoss durchgelaufen. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. So, aber geschafft. So, ja, okay. Ich glaube, wir werden heute vielleicht das Spiel beenden. Weil, ja, ich möchte jetzt nicht ungern jetzt aufhören wegen dem letzten Level. Dann machen wir daraus einfach eine längere Folge, oder? Was meint ihr? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich sehe auf dem Bild jetzt schon irgendwelche Laser oder Elektrofelder, keine Ahnung. Und wenn es das letzte Level ist, dann wird es garantiert nochmal extra kompliziert. Uiui. Okay. Aber es scheint nur ein Laser zu sein, oder? Ah ne, da oben sind nochmal Laser. Ich sollte die Klappe halten. Okay, wir müssen hier viel mit Bomben arbeiten. Heieiei, das wird lustig, das wird lustig. Okay, da unten ist einmal das Geschenk für die Bombe. Also das Geschenk muss man freispringen, so rum. Das machen wir dann, glaube ich, schon mal als erstes. Das Problem wird halt jetzt nur sein, dass man halt hier rüber muss. Ah ne, ich mach's ganz simpel. Ich hol mir die Bombe erst gar nicht, die soll alleine rüberlaufen. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ein bisschen. Und dann muss ich gucken, dass ich schnellstmöglich nach oben komme. Aber ich kann auch, ich könnte vielleicht auf die Bombe draufspringen. Könnte man natürlich auch machen. So, Bombi. Also so ungefähr ist mir vorgestellt, aber ihr seht es halt selbst. Das war jetzt nicht unbedingt jetzt gerade timingsmäßig. Also ich glaube, hier ist die Schwierigkeit die Zeit. Weil, ich fange mal neu an. Ich muss da ein bisschen früher los. Dass die Bombe halt auch rechtzeitig explodiert. So, das erste Laser warte ich ab. So, du. Achtung. Laser, geh weg. Okay, dann machen wir zumindest mal das, dass ich dann unten an das Geschenk komme. Okay. So. Nun, was macht jetzt der Schalter? Ich glaube, der wird da... Okay, da wird nur da oben die das Ding den Rest bewegen. Das heißt, wir müssen... Ah, ja, ja, okay. Wir müssen das Ding drücken, damit ich... Ne, erstmal nicht drücken, damit ich links an das Geschenk hier komme. Und dann muss ich es drücken, damit die Bombe hier runterfällt. Und das hier freimachen, damit ich weiterkomme. Und dann brauchen wir die Bombe, damit wir hier unten weiterkommen. Okay. Ja, das Level geht eigentlich. Also, es ist nur ein bisschen Geduldsfrage wegen dem Laser an sich. So, also jetzt erstmal nicht drücken. Ärgerlich da oben ist halt nur, dass es hier zwei Bomben sind. Weil das Ganze dann ein bisschen komplizierter macht, was die... Ja... Was die, was den Platz angeht. So. Und auch was die Zeit angeht, dass die Bombe darüber kommt. So, einmal. Ich meine, wie gesagt, wenn man nicht die Geschenke holen würde, wäre das Ganze super einfach. Aber so seht ihr es halt selbst gerade, dass es ein bisschen eine Sache für sich ist. Okay, es hat geklappt. Ich geh weg, du. So, Schalter drücken und nach oben. Okay. Das sollte eigentlich kein Problem sein, das Geschenk zu kriegen. So, alles klar. Und jetzt halt die Bomben so werfen, dass die... Okay, eine darf gut explodieren. So, kommst du mal her. Und jetzt nach oben werfen, dass ich halt durchkomme. Ich glaube, das muss ich zweimal machen, gell? Ja, ich glaube, deswegen sind hier auch zwei Bomben drin, weil damit es ein bisschen schneller geht. So, Achtung. Da ist er ja. Okay, jetzt mal ein bisschen geduldig sein. Da ist das letzte Geschenk und das muss ich kriegen, indem ich
Ich glaube, ich tue erstmal freisprengen. Nee, das macht gerade keinen Sinn. Naja, ich muss erst freisprengen, weil wenn ich jetzt dann andersrum erstmal die Bombe hinwerfen muss und dann wieder den Schlüssel und Co., dann müssen wir lieber erstmal den, ja, den Weg freimachen. So, einmal. So. Ui, Mario. Ich habe gerade leicht Angst gehabt, dass er das, ob er den Sprung schafft. Das wird halt jetzt nur ein bisschen komplizierter, wollte ich gerade sagen, weil die Bombe ja dann erstmal explodiert, weil sie mich direkt zieht. Wie mache ich das am besten? So rüber, oder? Ui, Achtung. Ich könnte jetzt schon ans Ziel laufen, ich weiß, aber es bringt ja nichts, wenn ich das Level nochmal machen muss, wegen dem... So, das ist ja jetzt die Frage, wie ich das am besten mache. Nein. Explodiert die Bombe, wenn ich auf dem Schlüssel stehe? Ich glaube nicht, gell? Hm. Ja, ja, das wird halt jetzt ein bisschen kritisch wegen der Zeit. So, probieren wir einfach mal aus. Okay, die Bombe explodiert nicht, aber die läuft auch in den anderen Richtungen dabei, gell? Okay, so muss man das machen. Eieie. Das Problem wird, dass es nur sein, wieder zurückzukommen. Wartet mal. Ich wollte eigentlich runterspringen. Na, so rum, ja. Wir haben es geschafft. Oh, ich war gerade überlegen, ob die Bombe mich noch trifft, weil die gerade rausgeguckt hat und ja. So, haben wir es jetzt geschafft? Bin ich durch mit dem Game? Kommt noch irgendwas? Okay, also hier habe ich alles. Wartet mal, ich gehe mal zurück. Und wir haben die Goldkrone. Okay, gut. Also haben wir es definitiv geschafft. Okay, gut. Dann, ja, was bleibt mir jetzt anderes zu sagen als, ja, dann hoffe ich, hat der Part gefallen. Ich hoffe, euch hat das ganze Let's Play insgesamt gefallen. Ich bin euer Undead. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem neuen Let's Play. Ja. Ciao, ciao.